Hören Sie mal, Herr Herrich, weil Sie nichts tun für Ihre Gesundheit, darum sind Sie immer so müde. Ja, ja, das jedes Mal, wenn ich Sie treffe, sind Sie müde. Da haben Sie recht, Herr Breit. Jedes Mal, wenn ich Sie treffe, wäre ich sofort müde. Nein. Jetzt wirklich, ich wollte sagen, jedes Mal, wenn ich Sie treffe, wollte ich Sie schon immer bitten, Herr Breit, was kann ich tun gegen diese Müdigkeit? Ja, na, was kann man dagegen tun? Frische Luft schnappen. Frische Luft. Spaziergänge. Gartenarbeit. Spaziergänge. Ja, sehen Sie mal, Gartenarbeit. Ich schlage Ihnen sogar vor, kaufen Sie sich mal eine kleine Parzelle. Ja, die nehme ich an die Leine und mache damit Spaziergänge. Moment. Wen nehmen Sie an die Leine? Die kleine Gazelle. Nein, ich sagte nicht Gazelle, ich sagte Parzelle. Eine Parzelle ist ein kleiner Garten und eine Gazelle ist... Ist ein großer Garten, ja. Nein, das ist eine Antilope. Ach, und die nehme ich an die Leine und gehe damit spazieren. Aber nicht doch, die leben doch in Nordafrika. Ja, dann geht's ja nicht, so lange Leinen gibt's ja nicht. Sag mal, wollen Sie mich nicht verstehen oder was ist los? Gern, Herr Breyer, aber das ist die Müdigkeit. Ach, die Müdigkeit. Ich sagte ja eben, Sie brauchen einen Garten. Ich brauche keinen Garten mehr. Wieso brauchen Sie keinen Garten? Ja, was soll ich mit zwei Gärten, nicht? Das ist... Ach, Sie haben schon einen Garten? Ich habe schon einen, ja. Na ja, warum sagen Sie das denn nicht gleich? Wir sprechen ja hier von Antilopen und so. Aber nein, wir reden auch vom Garten, so, bitte so. Schön, ja? Nun erzählen Sie mal was über den Garten. Ja. Was haben Sie denn so angebaut? Ich habe im letzten Sommer einen Schuppen angebaut. Nein, ich meine mit Anbauen, Anpflanzen. Ja, wie Sie wollen. Also ich habe einen Schuppen angepflanzt. Aber nicht doch. Na, bitte, nicht missverstehen. Also gut, bleiben wir erstmal beim Schuppen. Bitte. Was haben Sie in dem Schuppen drin? Geräte. Na ja, was für Geräte? Auch schöne Geräte. Na ja, haben Sie eine Hacke? Das verbitte ich mir. Na ja, Mensch! Ich meine doch, mit Hacke meine ich ein Gartengerät, genau wie eine Harke. Ah ja, das, eine Harke habe ich. Die kann ich Ihnen zeigen, wenn Sie mal kommen. Die brauchen Sie mir nicht zu zeigen, ich kenne doch eine Harke. Ja, man sagt doch so, dem werde ich zeigen, was eine Harke ist, nicht? So, und was machen Sie zum Beispiel mit der Harke? Damit harke ich. Ja, oder? Ich harke nicht. Pflegen Sie damit Ihre Gartenwege? Ja, natürlich. Pflegen Sie damit Ihre Beete? Auch die Beete, ja. Auch die Beete? Ja, ja. Sie haben Beete? Ja, natürlich habe ich Beete. Ach, Sie haben Beete. Beete über Beete. Also ich habe rote Beete, schwarze Beete, grüne Beete, gelbe Beete.